So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. So, in dieser Folge sind wir immer noch im Kloster und wir müssen Blut besorgen und den Schlüssel des Priors. Keine leichte Aufgabe. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal warten, bis hier alles still und heimlich und dunkel ist. Das heißt, wir warten jetzt erstmal bis 23 Uhr. Dann gehen wir los. Ich hoffe, es sind keine Wachen unterwegs oder so, Mönche oder sowas. Müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Danach müssen wir in die Küche gehen und dort dann auf den Zettel schreiben, dass wir, ja, dass das bestellt wird. Und dann müssen wir direkt im Anschluss den Schlüssel besorgen. So, 23 Uhr. Knappe 23 Uhr, ja. Müssten eigentlich alle hier rumlaufen. Wir dürfen das eigentlich nicht verlassen. Scheiße, und dahinter kommt natürlich gerade ein Babbo. Kacke, Mann. Hinten kommen die Babos, Mann. Wir müssen noch ein bisschen warten, weil wir haben noch nicht ganz genau... Oh doch, wir haben schon über 23 Uhr. Jetzt warten wir, bis die da hochgelaufen sind. Dann müssen wir runter. Ich hoffe, die gehen alle noch pennen. Mir ist halt schon aufgefallen, um 3 Uhr sind noch nicht mal alle pennen gegangen. Eben, das sind die Schlimmsten. Auf die müssen wir aufpassen, weil die bestrafen einen. Oder? Ist das ein normaler Mönch? Das ist ein normaler Mönch. Schön langsam. Pass besser auf, Bruder. So. Schön langsam, Bruder. Er kann nicht schlafen. Wir müssen in die Küche. Wenn es mich nicht täuscht, müsste die Küche hinten links sein. Fuck. Oder auch nicht. Ah, hier. Ist der Speiseraum. Wir müssen in die Küche. Und irgendwo müsste ein Zettel sein. Hier. Besorge Blut. So, jetzt müssen wir in die... Jetzt müssen wir noch den Schlüssel besorgen. Der müsste hier irgendwo sein. Brot, Trinkwasser. Salz. Wo ist der scheiß Schlüssel? Der müsste hier irgendwo sein. Ah, Klosterschlüssel. Was ist hinter der Tür? Ah, Ausgang. Mit dem Klosterschlüssel können wir jetzt rein theoretisch alle Türen aufmachen. Alle Dinger hier. Ah, nee, auch nicht. Okay. Hey, Bros. So, erledigt. So, jetzt müssen wir warten bis um 4 Uhr. So. Okay. Wir könnten uns noch ein... Ne, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wir warten jetzt erstmal noch bis 4 Uhr. Etwa. Yep, bis 4 Uhr. Und dann müssen wir los. Und dann müssen wir zu Konstantin, oder wie heißt der nochmal? Ja, irgendwie sowas. So, jetzt müsste eventuell das Blut schon gekauft worden sein. Die stehen ja immer noch da. Ist, glaube ich, ein Bug, dass die noch da rumstehen.
verteilen schon das Essen, Mann. Die dürfen das essen. Pass besser auf, Bruder. Fuck, wo ist das Blut? Das bist du nicht im Bett. Was treibst du hier? Okay, wir müssen doch noch ein bisschen warten. Ich missachte gerade den Tagesplan. Ah ja, jetzt müssten wir zur Messe. Weil es ist 4 Uhr. Wir gehen jetzt aber trotzdem nochmal in die Kirche schnell gucken. Warum gucken denn die alle ja nach oben, ey? Weil das Blut müsste... Ah, da ist es doch. Jetzt liegt's da. Müssen es holen, bevor die da... Jetzt ist es da. Ziegenblut. So, jetzt haben wir alles. Jetzt gehen wir zur Messe. Wo ist jetzt der Antonius? Schön langsam, Bruder. So, dann bis um 6, glaube ich, geht die Messe. Da warten wir jetzt noch schnell hier. Dann ist es sicherer, weil dann ist eigentlich Frühstücks... Ah. Ja. Bruder. Du wurdest wo gesehen, wo du nicht hingehörst. Kennst du etwa deinen Platz nicht? Weißt du nicht, wo dir der Zutritt gewährt und wo er dir untersagt ist? Also gut, Bruder. Ich nehme meine Strafe an. Und nun zeig mir, was du bei dir trägst. Ich muss alles konfiszieren, das in einem Kloster nichts zu suchen hat. Oh nein. Na toll. Och, scheiße. Was ist denn das, ey? Scheiße. Ich hätte gerade zu Antonius gehen sollen, bevor mir der erste Prior über den, also Konfuzius Heini da über den Weg läuft. Oder Auditore oder wie die auch immer heißen. Jetzt fehlt mir halt das Zeug, ne? Schön fuck. Während ich eingesperrt war, hörte ich ein Poltern im Keller. Der Kerl muss sturzbetrunken gewesen sein. Was da wohl passiert ist? Spielt keine Rolle. Ah, wir haben das Zeug noch. So, wir reden jetzt mit Antonius. Pass auf, wo du hingehst. Weil wir können nicht länger warten. Ist er das? Zufällig? Lukas. Joachim? Da ist er, oder? Ah, oh, Glück gehabt. Was möchtest du? Ich hab mein Zeug. Komm, wir fliehen. Ich habe alles, was wir für die Flucht benötigen. Gut. Gleich nach der Abendmesse treffen wir uns im Dormitorium. Wir müssen alles erledigen, bevor die Mönche zu Abend gegessen haben. Wie sieht dein Plan aus? Und warum tun wir es nicht bei Nacht? Wir bereiten ein kleines Rätsel vor, das sie niemals lösen werden. Und weshalb beim Abendessen? Weil sowohl das Dormitorium als auch die Kirche leer sein müssen. In der Nacht werden wir dann fliehen. Bring alles mit und vergiss die Schlüssel nicht. Gut. Sobald die Abendmesse endet, komme ich ins Dormitorium. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt zum Morgengebet. Erstmal. Pass besser auf. Und bis zur Abendmesse. Pass auf, wo du hingehst. Bis zur Abendmesse. So, jetzt wieder bis um 6.
Außer sie haben mich schon wieder erwischt oder irgendwie sowas. Oh Mann, diese Mönche, ich sag's dir. Schlimmer geht's nimmer. Das heißt, wir müssen viel Zeit mit Warten verbringen. Weil bis zur Abendmesse ist es noch ein wenig hin, nicht? Jetzt habe ich wieder nichts mehr. Ja, wo ist jetzt das ganze Zeug hin, das ich noch hatte? Ich hatte doch noch das ganze... Ich hatte doch noch das ganze Zeug. Warum so in Eile? Eilst du zum Gebet? Scheiße, Mann. Ich hatte doch gerade eben noch alles. Und so meinen wir durch folgende Verfügung, die Zeit für beides ordnen zu können. Von Ostern bis zum ersten. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Okay, dann. Sie sollen nicht müßig sein, aber auch nicht durch. Dann speisen wir bis 8 Uhr. Ich weiß nicht, wo das Zeug ist. Vielleicht hat es jetzt auch der andere. Kann gut sein, dass der andere das auch hat. Ich hoffe, der andere hat's, weil ich hab's jetzt komischerweise nicht mehr. Was sie angefangen haben. Sollen sie unter Verfügung schweigen? Die hocken ja immer noch da. Dann arbeiten wir noch was, hm? Wo ist der Nibbler? Nevlas. Nevlas, Bruder Nevlas. Dann arbeiten wir halt noch was, ne? Was bedrückt dich? Hast du Arbeit für mich? Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Bereite zwei Ringelblumenabgüsse vor. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Ja, ja, okay, das hatten wir ja schon mal. Ah, die haben mir das Zeug reinge. So, wir brauchen Nesseln und eine ganze Käse, ne? Ich weiß noch, wie das funktioniert. Wir brauchen Brennnesseln und Ringelblumen. Dazu brauchen wir Wasser. Ah, der sabbert schon wieder daneben hier. So, und dann brauchen wir Nesseln. Einmal Nesseln bitte. Einmal rein in den Kessel. Dann einmal Blasebalg betätigen und einmal die Sanduhr umdrehen. So. Dann brauchen wir zweimal Ringelblumen. So, dann warten wir jetzt, bis es wieder erlischt und kalt ist. So, ja, der Sand ist durch, es ist kalt, wir können es benutzen. Einmal. Und noch ein zweites Mal. Rein damit. Und nicht erhitzen, sondern Fiole gerade nehmen. Und rein in die Fiole damit. Machen wir nochmal eins, weil wir können es selber sogar gut gebrauchen. Nochmal Aqua nehmen. So, dann bauen wir wieder ein paar Brennnesseln und ein paar Ringelblumen. So, Brennnessel bitte. Und hinein damit. Einmal den Blasebalg betätigen. Und einmal die Sanduhr umdrehen. Obwohl ich es eigentlich gar nicht bräuchte. Dann schnappen wir uns einmal Ringelblumen. Und warten noch kurz.
bis der Sand durchgelaufen ist und die Glut erlischt ist. Und rein damit. Und noch einmal Ringelblumen. Und nochmal rein damit. Und die Fiole bitte. Und das Ganze dann bitte abfüllen. Den Kessel passt viel mehr rein, ist viel mehr drin, als da in die Flasche irgendwie reingeht. Irgendwie. Oh, neues Spezialgebiet in der Alchemie. So. What the f? No! I wanna be alive! Alive. I am alive! Alive, I told you! Mother, I love you! I wanna hold you! I wanna run in a stream! Voll genial! Mich hat wieder eine Person auf Twitch abonniert. Und es geht irgendwie durchs OBS durch, obwohl es gar nicht passt. Naja, ist ja auch egal. Wir gehen jetzt mal zu Nevlas. Finde ich zwar cool, dass der Typ mich da abonniert hat. Ich weiß jetzt zwar nicht, wer es ist, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall geht der Sound an wegen Twitch Alert. Frag mich nicht, wieso. Frag mich überhaupt nicht, wieso, Mann. Was wünschst du, Bruder Gregor? Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor. Du hast Talent. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten. Liefere die Tränke ab. So, okay. Hätte ich eigentlich auch nicht machen müssen. Wir gucken nochmal in den Klosteralltag rein. Bis um 12. So. Es ist halt schon seltsam, dass die Sounds und so weiter alle durchdringen durch diese Szenenlayer im OBS. Eigentlich dürfte das nicht sein, weil ich habe nämlich meinen Twitch-Stream habe ich nämlich auf einem anderen Layer gelegt, also auf eine andere Szene gelegt und es dürfte eigentlich nicht durchkommen. Es dürfte nicht durchkommen. Aber es geht komischerweise doch irgendwie durch. Die stehen immer noch da, die zwei verbackten Heinis. Gott sei mit dir. Ja, und mit deinem Geiste, Alter. Bro. Bros. Mönche waren die dicksten Bros, Mann. Die haben alles miteinander geteilt. Bruder, ich schreib noch mal was ab. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Was wünschst du? Gespräch beenden. Wir haben keine Zeit, Mann. Ich will das in der Folge noch durchgehen. So. Doch, ich brauche den Klosteralltag noch mal. 4 Uhr nachmittags, Nachmittagsgebet. Okay. Passt sogar gerade ganz genau. Es ist schon sehr seltsam mit dem OBS. Frag mich nicht wieso, aber ich müsste jetzt, glaube ich, ein paar Abonnenten schon haben auf Twitch. Ich streame aber so gut wie nie. Weil einfach meine Internetleitung ist so bescheiden, dass ich eigentlich gar nicht streamen kann. Das klappt vielleicht mal nachts oder so. Dann klappt es, aber sonst klappt es eigentlich so gut wie gar nicht. Die Kerze, seht ihr das? Ui, 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 ui. Okay, bis wann müssen wir beten? Bis, wann haben wir gesagt? Abend? Nein, nachmittags. Gebet. Also, bis 6 Uhr. Oder warte, ich lese mir jetzt noch mal die Quest durch. Triff dich direkt nach dem Abend... Nach der Abendmesse mit Antonis im Dormitorium. Okay. Okay. 2 Stunden wie immer. Was ist jetzt schon wieder passiert? Bruder. Ihr habt doch gar nichts gemacht! Bruder Cyrillus erwähnte, dass du deine Pergamente nicht im Skriptorium abgegeben hast. Gefällt dir Bücher abschreiben etwa nicht? Drückst du dich vor deinen Verpflichtungen? Oh, hätte ich das doch machen müssen. Du hast recht, Bruder. Das ist deine erste Verwarnung. Mach das nicht nochmal. Glück gehabt. Pass auf, wo du hingehst. Glück gehabt, Mann. Ich hätte auch wieder in Kerker landen können und dann wäre alles für den Arsch gewesen.
Also man muss die Aufgaben in dem Fall erfüllen, sonst kriegt man Ärger. So. Jetzt müssen wir uns mit Antonius treffen. Oh, ich missachte schon den Tagesplan wieder. Speise mit den anderen. Die zwei hocken immer noch da. Die verstoßen gegen das erste Gebot. Wir müssen zum Auditorium oder Domtorium. Ach, zum Dorm. Dormitorium, genau. Dorm. Das hat, glaube ich, immer was mit Schlafen zu tun, glaube ich. Da ist er. Salve, Gottlob. Der Herr sei gepriesen. Für einen Moment dachte ich, du kommst nicht. Gib mir das Blut. Dies ist die Stelle, an der du mich die Empore hinuntergestoßen hast. Lustig. Und das soll klappen? Aber ich habe trotzdem den Schlüssel nicht. Ich hoffe, er hat den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel nicht. Und er lag auch nicht mehr dort, wo er eigentlich sein sollte. Warum so in Eile? Ja, wir müssen abhauen, Junge. Und warum trägt der eigentlich eine Hose? Ah ne, er trägt auch so ein Kleidchen. Los, 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 mach ne. Und hier hast du meinen leblosen Körper hingezerrt. Ja, sehr gut. Ah, ja, okay. Er hat den Schlüssel. Pass auf, wo du hingehst. Ah, da geht's wahrscheinlich rein. Super, Aufgabe abgeschlossen, Folge Antonius. Danke für deine Hilfe. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. War mir eine Freude. Ich tat, was nötig war. Und niemand musste sterben. Damit ist niemand Unschuldiges. Das war mir nämlich selber persönlich wichtig. Und was hast du jetzt vor? Tja, mich aus dem Staub machen. Das erstbeste Pferd stehlen und bis zum Morgengrauen durchreiten, bis ich weit, weit weg von hier bin. Ich hatte überlegt... Hier, nimm diesen Würfel und sag diesen miesen Halsabschneidern, ich hätte ihn bei mir gehabt. Sollte sie überzeugen. Besonders, wenn sie von dem Tumult erfahren, sobald die Brüder unser Verschwinden bemerken. Dein Glückswürfel? Könnte man so sagen. Ich hoffe, er bringt dir mehr Glück als mir. Vielen Dank. Danke, dass du mich leben lässt. Bruder Gregor. Ich heiße Heinrich. Also gut, Bruder Heinrich. Möge Gott dich schützen. Ja, yeah, sehr gut. Wir haben die Quest erledigt. Sonderbarer Würfel. Den Würfel brauchen wir, um zu beweisen, dass wir ihn umgebracht hätten. So, hol dir deine Sachen zurück. Ich hol mir jetzt meine Sachen zurück, ist mir scheißegal. Hey, Bro. Was tust du hier? Was denn? Quest begonnen, die Würfel sind gefallen. Ah, oh, Pebbles wartet immer noch an der Stelle, wo ich ihn nicht stehen gelassen habe. Jetzt müssen wir zum vereinbarten Treffpunkt gehen und uns im Prinzip das Zeug holen. Solltest du nicht im Kloster sein, Junge? Nein. Ist das dein Ernst? Ja.
Los, beeil dich! Ein paar Quests konnten wir jetzt halt nicht machen. Wir hätten sie zwar machen können, aber das wäre... Jetzt steht da überall gestohlen. Das geht mir sowas von auf den Sack, ich weiß gar nicht. Irgendwo habe ich noch eine edle Hose, Mann. Was habe ich denn da jetzt an? Mönchskutte abziehen, bitte. So, mir fehlt noch meine Hose. Hose. Braunes Beinling. Okay. So, mein Schwert, bitte. Das ist das Einzige, was ich nicht geklaut habe. Und wo ist mein Schild? Ah, das ist mein Schild. Ah, sehr gut. So, jetzt können wir noch ein paar Sachen ins Pferdchen machen. Pferd kann nichts mehr tragen. Ah, Peppels. Schön, dich wiederzusehen. So, meine lieben Freunde, wir haben auch dann schon die Zeit erreicht. Ich hoffe, die Folge hat euch natürlich wieder mal gefallen. Jetzt wisst ihr, wie man aus dem Kloster rauskommt. Und ich konnte euch ein wenig damit helfen. Es ging halt über 3 Folgen. Ich kann es nicht anders machen. Ist halt so. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir mit dieser Quest direkt weiter. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, Leute. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.